Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein weiteres Chumpy-Marathon und zwar zum allerersten Mal ein Chumpy-Marathon im Schnee. Ja, denn seit ich SSO spiele, ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich Schnee auf Jorvik erlebe und ich finde es einfach nur mega, mega schön. Das Feeling ist auf jeden Fall ein ganz anderes. Ich bin froh, dass SSO uns endlich den Schnee wieder zurückgegeben hat und ja, ein Chumpy-Marathon im Schnee ist, denke ich mal, was komplett anderes. Erstens mal sieht ganz Jorvik komplett anders aus und zweitens könnte der Schnee es auf jeden Fall etwas schwieriger gestalten, so einen, ja, Chumpy-Marathon zu absolvieren oder generell an einem Chumpy teilzunehmen, weil man einige Dinge unter dem Schnee einfach nicht sehen kann. Ja, ich denke mal, ihr alle wisst, wie ein Chumpy-Marathon funktioniert, deswegen muss ich das an dieser Stelle nicht noch einmal erklären. Nur mal kurz zur Info, ich sitze hier auf meinem schwarzen Percheron, weil, ja, mein Outfit ist relativ hell und der Schnee ist natürlich auch logischerweise relativ hell. Und wenn ich jetzt auch noch ein helles bzw. weißes Pferd genommen hätte, würde ich so ein bisschen untergehen. Deswegen habe ich mich hier für ein schwarzes Pferd entschieden und zwar für das Percheron, weil das Percheron ist ja zurzeit ein sehr, sehr gutes Chumpy-Pferd. Deswegen habe ich mich hier für meinen schwarzen Percheron entschieden. Und falls ihr noch wissen wollt, was ich trage das komplette Sahne-Karamell-Outfit. Also der Reiter und auch das Pferd. Das ist ein komplettes Set, das Sahne-Karamell-Set. Und das gibt es aber leider nur zur Winterzeit im Winterdorf in SSO zu kaufen. Genau, also wenn ihr das Video sehen solltet und das Winter-Update ist vorbei, dann könnt ihr euch dieses Outfit leider nicht mehr kaufen. So viel dazu. Ich labere nicht länger. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Chumpy-Marathon im Schnee. So, wir starten mit dem Wayday-Championat. Im Schnee natürlich. Ja, ich persönlich kann mich an dem Schnee immer noch nicht satt sehen. Ich finde das wirklich mega, mega schön. Ich finde wirklich, und ich bin hängen geblieben, fantastisch, das fängt schon mal gut an. Ja, also ich persönlich finde wirklich, dass SSO der Schnee sehr, sehr, sehr geglückt ist. Und ja, es ist einfach ein anderes Spielerlebnis, man muss es so sagen. Viele haben ja, sag mal, ich bin schon wieder hängen geblieben, was ist denn mal los hier? Ja, viele sagen ja gut, Schnee in Jorvik, ja, es sieht schön aus, wenn alles weiß ist, es passt zur Jahreszeit, aber es wird nicht wirklich viel am Spiel verändern. Doch, finde ich schon, also das Feeling ist dann doch irgendwie schon was ganz anderes. Also die letzten Jahre ohne Schnee war Winter und Weihnachten auch schön, aber es war was komplettes anderes, ohne Schnee. Und jetzt haben wir Schnee in SSO und es fühlt sich einfach so viel besser an. Es fühlt sich richtig an. Es sieht alles schön aus. Vor allem, wie SSO das umgesetzt hat, ne? Dass wir hier teilweise im Schnee versinken, dass wir Spuren im Schnee hinterlassen, die Geräusche, wenn wir im Schnee laufen und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also ich muss wirklich sagen, SSO hat mit dem Schnee einen richtig, richtig guten Job gemacht und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Winter in SSO, weil ich weiß, das nächste Mal wird es wieder Schnee geben. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega cool. Was sagt ihr denn so zu dem Schnee in SSO? Was findet ihr auch, dass SSO das gut umgesetzt hat? Findet ihr, ja, das habe ich auf jeden Fall gebraucht. Das ist das, was ich in SSO vermisst habe die ganzen letzten Jahre. Oder sagt ihr, ja gut, ob jetzt Schnee in SSO liegt oder nicht, ist mir persönlich egal. Ich mache den Schnee sowieso aus, vor allem weil es mein PC oder mein Laptop langsamer macht. Mir ist das völlig schnuppe. Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Ich würde das wirklich sehr, sehr gerne lesen. Und es sieht sehr, sehr gut aus, ihr Lieben. Ich bin Platz 1 und wie es aussieht, bleibt es auch Platz 1. Ja, mega. So, herzlichen Glückwunsch an die Drittplatzierten. Das sind Lina Woodhauer, Daska Giant Hand und ich auf dem ersten Platz. So, jetzt befinden wir uns bei der Rennstrecke der Baroness. Und das letzte Mal, als ich die Rennstrecke der Baroness geritten bin, also das Championat mit Schnee, hatte ich tatsächlich relativ große Probleme. Ich weiß auch nicht, bin damit irgendwie nicht wirklich klargekommen. Aber ich denke, dass es dieses Mal klappen wird. Ich hoffe es jedenfalls. Wir sind tatsächlich nur 2 Leute in der Gruppe. 2. Ich meine, ja gut, wir haben es gerade 7.30 Uhr an einem Montagmorgen. Das sind höchstwahrscheinlich die allermeisten schon in der Schule oder auf der Arbeit. Das heißt, so viele sind jetzt gar nicht online. Aber ich habe vor diesem Championat das Wayday-Championat aufgenommen und da waren 6 Leute in einer Gruppe. Also da waren noch viel, viel mehr Leute da. Deswegen verstehe ich jetzt gerade nicht, wo die ganzen Leute hin sind. Aber
Je weniger Leute in einer Gruppe sind, desto höher ist natürlich die Chance auf eine Medaille. Und wenn ich es nicht total vermasseln werde, zum Beispiel, dass ich falsch rum durch die Fahne reite und ausgeschieden werde, dann ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass ich auf dem ersten oder auf dem zweiten Platz lande. Also ich werde auf jeden Fall eine Medaille bekommen, wenn ich mich, wie gesagt, nicht total dumm anstelle. Aber ja. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Ich weiß gerade nicht. Ja, ich sehe es gerade hier so ein bisschen auf der Minimap. Oh nein, da hätte ich abkürzen können. Wieso bin ich denn nicht über den Baumstamm gerannt? Sonst renne ich da auch immer drüber. Na gut, egal. Das habe ich jetzt so ein bisschen verpasst tatsächlich. Aber ich sehe auf der Minimap, ich kann nicht mehr reden, dass die Mathilda doch relativ weit hinten ist. Also ich habe zu ihr doch noch einen relativ großen Abstand. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Kinderspiel. Einerseits finde ich es gut, dann habe ich eine weitere Medaille in meiner Sammlung. Das ist nicht verkehrt. Aber ja, man hat halt auch gar kein... Oh nein! Okay, falsche Seite. Ich habe die falsche Seite genommen. Das war ein bisschen zu knapp. Na gut. Das kann man immer nicht zu 100% einschätzen, finde ich. Wenn ich manchmal denke, okay, da schaffe ich es noch lang, dann schaffe ich es dann doch nicht mehr. Na gut, da ist meine Einschätzung doch nicht so gut. Ja, wer hätte es gedacht, ich bin auf dem ersten Platz gelandet. Ja, die Konkurrenz war nicht groß, ihr Lieben. Ihr seht schon, wir sind beide im Ziel angekommen. Ich auf Platz 1 und die Mathilda Elfbridge auf Platz 2. Ja, herzlichen Glückwunsch an uns beide. Ja, das Moorland-Championat. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es lieben oder hassen soll. An sich ist es ein sehr schönes Championat. Aber auch das Moorland-Champi hat seine Tücken. Es gibt einige Stellen, an denen man kleben bleiben kann, dann vorbeireiten kann, stehen bleiben kann. Ja, da kann vieles passieren, wie zum Beispiel jetzt hier an dieser Stelle. Das ist eine Stelle, an der man sehr schnell einfach mal stehen bleiben kann. Nur wegen dieser komischen Bodenwelle da. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Aber ja, wir sind auf jeden Fall 3 Leute mehr als beim Championat von der Rennstrecke der Baroness. 5 Leute. Das heißt, auch hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich eine Medaille mir erhaschen kann. Ja, aber wie gesagt, es kann immer anders kommen, als man denkt, wenn man es denn wirklich komplett verhunebibelt. Zum Beispiel hier, ja, da verringere ich meistens immer die Geschwindigkeit, weil wenn ich schnell darunter crashe, was auch immer, dann kann es tatsächlich sein, dass ich richtig krass wegbounce und dann die Fahne übersehe. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich keine Medaille mehr bekomme. Aber oh mein Gott, wie gut läuft das Championat, bitte? Ich bin schon wieder auf dem ersten Platz. Wo sind denn die anderen 5? Kann ja nicht sein, dass ich von allen jetzt die Beste bin. Weil so gut bin ich jetzt nicht geritten. Ich hätte auf jeden Fall die ein oder andere Abkürzung besser und schärfer nehmen können. Aber ich bin trotzdem ganz vorne mit dabei. Ich gucke mal, wann kommt denn die nächste ins Ziel? Kann mal bitte irgendjemand... Ja, da, die Sandy. Oh mein Gott, ich hatte ja einen richtig großen Abstand zu den anderen. Krass. Herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger. 3. Platz, Hannah Crazy Lord. 2. Platz, Sandy Old Forest. Und 1. Platz, da bin ich. So, ihr Lieben, es ist eine Stunde später. Wir sind beim Fort Pinter Championat angekommen. Und wir haben es gerade 9 Uhr am Morgen. Es sind schon, ja, viel, viel mehr Leute da als beim letzten Championat. Ich denke mal, die Leute sind jetzt alle ausgeschlafen. Sie werden alle langsam wach und kommen online. Deswegen ist die Gruppe hier auch voll. Also wir sind mindestens 10 oder 12 Leute. Von daher wird es jetzt auf jeden Fall immer schwieriger. Es sind auch ein paar Leute aus dem Club Silver Trees dabei. Die einen oder anderen werden von euch werden den Club sicher kennen. Das ist auch teilweise ein Racing-Club. Also die machen nicht nur Racings in ihrem Club. Die machen natürlich auch andere Sachen, aber die sind beim Racen ganz gut dabei. Die können das auch sehr gut. Und ja, es ist immer wieder schwer, gegen diese Leute anzutreten, bin ich ganz ehrlich. Die können das auf jeden Fall. Ich kann das nicht. Ich bin kein Profi, so wie man jetzt gerade eben gesehen hat. Lauf, Perschi, lauf. Oh Gott, ich war auf Platz 2, bin auf Platz 7 abgerutscht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das ärgert mich jetzt aber richtig. Das ärgert mich jetzt richtig krass, ne? Oh Gott, ja, gut. Ihr habt gesehen, wie man es nicht macht. Ja, ja, kaum sind mehr Leute beim Championat, versaue ich es. Aber ja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, warum ich so spät gesprungen bin, warum ich an der Mauer hängen geblieben bin. Ich weiß nicht, ob mich mein Gelaber abgelenkt hat, ob mich der Schnee abgelenkt hat oder ob ich einfach nur nicht reiten kann.
Die dritte Möglichkeit ist auf jeden Fall das Wahrscheinlichste. Ah, auf Platz 5 bin ich. Okay, ich kämpfe mich langsam wieder hoch. Jetzt bin ich wieder auf Platz 6. Oh. Guckt mal, einmal hängen geblieben. Ein einziges Mal hängen geblieben und es versaut mir alles. Also das ist wirklich krass, ne? Ach nee, ja, über die Brücke kann man hoch. Das ist eine Abkürzung. Die habe ich aber tatsächlich noch nie genommen, diese Abkürzung. Ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt richtig reitet. So, und schaffe ich es noch irgendwie? Ich habe es noch auf den dritten Platz geschafft. Ach herrje, oh, war das knapp. Heilige Mutter Gottes. So, herzlichen Glückwunsch an die Schleibchenträger. Ich bin auf dem dritten Platz, Mathilda Elfbridge auf dem zweiten und Fiona Purple Deep auf dem ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch. So, ihr Lieben, das ist Championat Nummer 5, das Golden Hills Championat. Ich habe bis jetzt in jedem Champi eine Medaille bekommen. Der Druck, auch hier eine Medaille zu gewinnen, ist also sehr, sehr hoch. Und da ich das Champi wirklich nicht gerne habe und auch nicht wirklich gut reiten kann, denke ich mal nicht, dass es irgendwas wird. Ich meine, die Gruppe ist dieses Mal relativ klein. Wir sind nur 6 Leute im Gegensatz zum vorherigen Champi. Hm, weiß ich nicht. Ich schaue einfach mal, was ich draus mache. Ja, bis jetzt bin ich auf Platz 1. Bis jetzt, wie gesagt, kann sich alles noch ändern. Ne? Ihr wisst ja, die Championate können... Ja, man weiß nie, wie die Championate ausgehen. Ne? So wollte ich das sagen. So, und der Schnee macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Es sieht zwar super, super schön aus, aber für Championate oder generell zum Rennreiten ist er eher unpraktisch. Und wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss hier vorbei. Okay, oh, das wird haarscharf. Oh Gott. Hm. Ich reite sonst immer links vorbei. Gut, jetzt ging es nicht anders. Jetzt muss ich rechts an den Vogelscheuchen vorbeireiten. Und ich habe... Hä, wie weit sind denn die anderen hinter mir? WTF? Kann es sein? Werde ich dieses Mal eventuell doch eine Medaille bekommen? Wird es vielleicht sogar der erste Platz werden? Das wäre ja der Oberhammer. Das wäre krass. Aber gut, Vormittag sind halt noch nicht so viele online. Die Gruppen sind noch relativ klein. Es ist also nicht wirklich schwierig. Es ist keine mega krasse Herausforderung, als an einem, keine Ahnung, Samstag oder Sonntagnachmittag an einem Champi teilzunehmen, wo wirklich mega, mega, mega viele Spieler und mega viele Leute online sind. Ne? Und da sind natürlich auch die Gruppen voll. Es sind mega gute Reiter dabei. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eher sehr gering, dass man eine Medaille bekommt. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Championat Vormittag zu reiten, dann reitet ein Championat bitte am Vormittag. Ihr seht ja, es ist die Gruppen sind klein, es ist gut, jedenfalls hier auf Server 11. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Servern aussieht, aber hier auf Server 11 sieht es Vormittag wirklich ganz gut aus. Vor allem an einem Montagvormittag. Das kann ich übrigens nur machen, weil ich diese Woche Urlaub habe. Ne? Sonst geht das bei mir natürlich auch nicht. Und tatsächlich, es ist der erste Platz geworden. Richtig krass. Glückwunsch an die Schleifchenträger. Auf dem dritten Platz Hannah Crazy Lord, zweiter Platz Mathilda Elfbridge und erster Platz, da bin dann ich. Wir haben Halbzeit, Leute. Ja, 5 Championate haben wir geschafft. 5 liegen noch vor uns. Und... wir sind wieder mal eine sehr, sehr kleine Gruppe. Vielleicht könnt ihr es sehen, links am Rand. Ja, wir sind tatsächlich wieder mal nur 3. Das ist komisch, hä? Von Championat zu Championat sind die Teilnehmer echt unterschiedlich. Warum? Kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Liegt es an der Beliebtheit der Championate? Liegt es an der Tageszeit? Ich weiß es nicht. Ja, aber wie ihr bereits unschwer erkennen konntet, wir befinden uns beim Jorvik-Stall-Champi. Hat bestimmt schon jeder von euch gesehen. Ja. Es ist, ah Gott, ich hab Rutschen. Hilfe. Es geht schon wieder los, Leute, ne? Es fängt schon wieder an. So, okay, Pferde, 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 Hilfe, Hilfe, ja. Hier musste ich jetzt mal einen riesengroßen Bogen reiten, sonst wäre ich direkt in die Pferde reingerannt. Ging leider nicht anders, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe es trotzdem geschafft, durchzukommen, ohne stehen zu bleiben. Und bei so wenig Leute in der Gruppe ist das nicht ganz so tragisch. Ich glaube, wenn die Gruppe voll wäre, dann wäre ich jetzt schon auf Platz 8 oder irgend so. Weil, ja... ich habe mir doch schon ganz schön ausgeholt. Und ich denke mal, wenn wir mehr Leute in der Gruppe gewesen wären, wären andere viel besser durchgekommen. Und somit wäre ich schon ziemlich weit hinten. Aber das Percheron macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Also es ist wirklich sehr flink. Es ist auch relativ wendig. Es ist zwar kein Agi-Pferd, es ist ein Stärkepferd, aber es ist trotzdem sehr wendig. Also es lässt sich sehr gut reiten. Ich komme mit dem Percheron wirklich super gut klar. Ja, ich finde es einfach nur toll. Ich finde das Pferd toll.
Kann ich also für Championate nur empfehlen. Auch wenn viele von euch diese Pferderasse so überhaupt nicht mögen. Aber gut, das ist ja alles eine Geschmackssache, ne? Ihr müsst das Pferd für Championate natürlich nicht nehmen. Gibt ja auch noch andere Pferde, die ziemlich nah an das Percheron von der Geschwindigkeit rankommen. Wie zum Beispiel das alte Fjordpferd von der Generation 1. Das Morganhorse soll ja auch gut sein. Und ja, da gibt es einige, ne? So. Gott, hier hat man gar nicht gesehen, wo die Treppe aufgehört hat. Es war einfach nur weiß. Es war alles nur noch weiß. Ja, und ich habe schon wieder einen riesengroßen Vorsprung zu den anderen. Ich springe mal hier noch kurz drüber und dann gucke ich mal nach hinten. Ich sehe niemanden. Ich sehe wirklich absolut niemanden. Ja, Leute, was soll ich sagen? Sechstes Championat, sechste Medaille. Was ist hier los? Ja, herzlichen Glückwunsch an Riley Firemoon, Matilda Elfbridge und mich? Again? So, es ist Pony Jumpy Time. Ja, von einem großen schwarzen Pferd zu einem kleinen schwarzen Pony. Ja, ich bin natürlich bei der Farbe schwarz geblieben, weil ein schwarzes Pferd sieht man halt hier im Schnee am besten. Und da habe ich natürlich mein süßes kleines schwarzes Connemara Pony genommen. Ja, favorite Pony of all time. Ja, ich und Englisch. Ja. Ja, also das schwarze Connemara-Pony ist wirklich mein liebstes Pony in ganz Star Stable, würde ich jetzt einfach so behaupten. Weil die Connemara-Ponys finde ich von allen Ponys tatsächlich am hübschesten, am süßesten. Und die Fellfarben finde ich auch top. Also ja, die haben auch ein sehr gutes Reitgefühl. Also ja, die Connemaras sind wirklich top. Ich mag die wirklich sehr. Ja, die Gotland-Ponys und Welsh-Ponys sind auch nicht schlecht, nein. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, die Connemara-Ponys, die haben es mir einfach angetan. Und vor allem dieses schwarze. Es ist halt mein Baby, mein kleines schwarzes Baby. Ah, haut ab, geht weg. Ja, oh Gott, das war knapp. Das war sehr knapp. Da ist schon wieder jemand ausgeschieden. Ja, die Gruppe ist wieder nicht wirklich groß. Es sind 8 Leute drin. Ich bin da. Oh Gott, was war das denn? Jetzt bin ich aber gebounced. Und schon wieder Platz 1. Was ist los? Also nicht, dass ich mich nicht freuen würde oder beschweren würde, aber ich finde es nur gerade ziemlich gruselig, dass ich hier in jedem Championat eine Medaille hole. Na gut, okay. Ja, die 3 Platzierten. Matilda Elfbridge auf Platz 3, Cassidy Blueberry Flower auf Platz 2 und ich wieder mal auf Platz 1. So, das Silverglade Championat. Let's go, Leute. Diesmal ist die Gruppe wieder randvoll. Und wir werden mal schauen, wie ich mich in einer vollen Gruppe hier beim Silverglade Championat so schlage. Der Druck ist immer noch riesengroß. Er wird von Championat zu Championat größer. Denn wie gesagt, ich habe bisher in jedem Championat eine Medaille holen können. Ob das dieses Mal der Fall ist, kann ich euch noch nicht sagen. Das werden wir gleich sehen. Aber ich muss wirklich hier richtig gut durchkommen. Ich muss das Ding reißen. Ich muss wirklich, ich muss mir Mühe geben. Ich muss mich konzentrieren auf die Strecke. So, die meisten reiten immer hier drüben so lang. Ich glaube, das ist, da bleibt man wenig stehen. Nein, ich fress einen Besen. Ah, wie mich sowas ärgert. Och nee. Ey, bei mir ist das wirklich an dieser Stelle so eine 50-50-Chance. Egal, wirklich egal von welcher Seite ich anreite. Es ist wirklich eine Glückssache, ob ich stehen bleibe oder nicht. Aber das kann es doch nicht sein, oder? Oh Gott. Ja, ich habe es auch noch gesagt, ne? Ich habe es auch noch gesagt. Ja gut. Vierter Platz. Und wenn ich vierter Platz bleibe, das wäre so ärgerlich, ne? Das wäre so kurz vor einer Medaille. Oh, ich hoffe, ich kriege das wirklich noch gebacken hier. Kühe, weg, 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 weg. Oh Gott. Ja, da kommt jemand von der Seite an, die Sam. Die Amelie ist, glaube ich, auch ganz, ganz dicht hinter mir. Ja, auf ihrem Haflinger. Gott, das wird echt ein Kopf an Kopf rennen. Aber ich glaube nicht, dass ich die Amelie jetzt noch überhole. Boah, vierter Platz wäre bitter. Das wäre so bitter. Es wäre so kurz vor einer Medaille. Los. Oh, dritter Platz, dritter Platz, dritter Platz. Oh Gott, schaffe ich das? Drückt mir die Daumen. Oh mein Gott, es bleibt spannend. Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott. Jetzt habe ich aber Schwein gehabt. Ja, wieder mal mehr Glück als Verstand gehabt. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger. Ich auf Platz 3, Amelie Highfood auf Platz 2 und Sabina Mount.
Mountain Man, sorry, auf Platz 1. So, das New Hillcrest Championat. Das vorletzte Champi. Ja, ich hasse es. Okay, was heißt hassen? Hassen ist ein grobes Wort. Ich kann es halt wirklich nicht so gut leiden. Es ist vor allem die Sumpfgegend. Die Sumpfgegend, die macht mich wirklich wahnsinnig da. Jedes Mal, wenn ich da durchlaufe, ich krieg die Krise. Aber sowas von. Aber auch hier in diesem Champi ist die Gruppe nicht voll. Wir sind nur 7 Leute. Das ist krass. Ja, man sieht, dass die Ferien jetzt wirklich endgültig vorbei sind. Die Ferien und auch die ganzen Urlaube. Also die Leute, die arbeiten gehen und Urlaub hatten. Ja, das ist jetzt alles vorbei. Die meisten sind immer noch nicht da. Die sind immer noch nicht zu Hause. Und ich bin gesprungen. Pferd, lauf doch. Das gibt's doch nicht. Ich bin in die Bienen reingesprungen und bin trotzdem stehen geblieben. Und vor allem so lange stehen geblieben. Oh, das ist immer furchtbar. Hat SSO nicht mal gesagt, die haben das irgendwie verbessert, dass wenn das Pferd einmal stehen bleibt, dass es nicht so ewig lange stehen bleibt, sondern nach spätestens einer Sekunde oder so wieder losrennt? Das war jetzt nicht der Fall. Also mein Percheron stand gerade ganz, ganz lange auf der Stelle. Ich bin zwar gerade Platz 1, aber das ist schon wirklich sehr, sehr nervig, wenn das Pferd stehen bleibt und wirklich Ewigkeiten nicht mehr losrennt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich denke mal, viele können sich auch in diese Lage hineinversetzen, wenn ein Pferd abrupt stehen bleibt und wirklich lange stehen bleibt und einfach nicht weiterläuft. Das ist wirklich ärgerlich. Also sowas ärgert einen in Championate wirklich sehr. Ja, genau. Wie war das mal mit dem Post von Star Stable, innere Ruhe? Hm? Ja, bei den Championaten verspüren wir alle innere Ruhe. Nicht? Ja? So. Ja, gut. Und schon wieder erster Platz. Obwohl ich nicht alle Abkürzungen genommen habe und so mega krass lange stehen geblieben bin. Ich weiß wirklich nicht, was heute los ist. Es ist wirklich absolut gruselig. Wie kann das denn nur sein? Ja, gut, egal. Dritter Platz, Charlize Diamond Cloud. Charlize, habe ich auch noch nie gehört vorher. Krasser Name. Ja, zweiter Platz, Nova Swift-Talen. Swift-Talen. Oh Gott, der Nachname, sorry. Und ja, auf dem ersten Platz bin ich. Glückwunsch, ja. Wir sind beim letzten Championat angekommen. Beim Fear Groove Champi, mein Lieblings-Champi übrigens. Und wenn ich jetzt am Ende, beim letzten Champi, bei meinem Lieblings-Championat keine Medaille bekomme, dann weine ich. Dann gehe ich in die Ecke. Dann gehe ich in die stille Ecke. Oder auf stille Treppchen. Oder auf die stille Bank. Ich setze mich in die stille Ecke auf eine stille Bank. Auf die stille Bank, die in der stillen Ecke steht, neben einer stillen Treppe. So. Ja, also wirklich, ich muss das Ding jetzt reißen. Ich muss erste, zweite oder dritte werden, aber die Gruppe ist voll. Die ist randvoll und ihr seht, ich bin ganz gut durchgekommen bis jetzt. Aber ich bin auf dem vierten Platz gelandet. Ah! Entschuldigung fürs Schreien. Entschuldigung, das war jetzt bestimmt laut. Tut mir wirklich leid. Nein, warum habe ich das jetzt mit den Baggern so vermasselt? Ich glaube das jetzt nicht. Okay. Ich werde mich jetzt auf die stille Bank setzen, die in der stillen Ecke neben der stillen Treppe steht. Und danach hole ich mir die stille Schaufel und verbuddle mich im stillen Loch. Oh Mann, ey, ich glaube das jetzt wirklich nicht. Ja, eine Medaille kann ich jetzt vergessen, ne? Also das ist ja wirklich, ach keine Ahnung, dafür gibt es einfach keine Worte, wie dumm das jetzt einfach war. Ich bin so weit außen geritten, war wahrscheinlich nicht weit außen genug, so wie es scheint. Was? Ich habe die Fahne verpasst und habe es nicht gemerkt. Ich bin noch nicht mal ins Ziel gekommen. Ich habe noch nicht mal Schillinge und Pferde XP bekommen. Das war das peinlichste Champi-Marathon-Ende aller Zeiten. Ja, ich lese trotzdem die drei Schleifchenträger vor. Auf dem dritten Platz Nova Swift-Talen, auf dem zweiten Platz Fiona Purple Deep und auf dem ersten Platz Change Silent Lake. Herzlichen Glückwunsch.
So, ihr Lieben, das war's vom Jumpy-Marathon im Schnee. Es hat mir persönlich auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mal einen Jumpy-Marathon im Schnee aufzunehmen. Es war relativ erfolgreich, bis auf das Ende, worüber ich jetzt nicht nochmal sprechen möchte. Dieses Championat am Ende hat es übrigens nie gegeben. Aber die anderen Championate waren auf jeden Fall sehr erfolgreich, obwohl ich mich da auch nicht so wirklich mit Ruhm bekleckern kann, denn einige Gruppen waren nicht wirklich voll. In der einen Gruppe waren halt wirklich nur zwei Personen, also ich und noch ein Spieler. Aber ja, in jedem Championat habe ich eine Medaille bekommen, was mich wirklich sehr freut. Außer, wie gesagt, beim letzten Championat, das nie passiert ist. Aber ja, ich hoffe, der Jumpy-Marathon hat euch gefallen. Es war, wie gesagt, mal was anderes. Das erste Mal im Schnee. Ich fand's cool. Ich hoffe, ihr fandet es auch cool. Und ja, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!